Du denkst, dass eine pinkfarbene Haut für einen kühlen Farbtyp spricht? Oder dass gelbe Sommersprossen und ein heller Teint sichere Anzeichen für einen Herbst- oder Frühlingstyp sind? Nee, da liegst du ordentlich falsch, denn das sind tatsächlich nur Halbwahrheiten und die sprechen für veraltetes Farbberatungswissen. Und warum das so ist und wie du zu einer realistischen Farbtypeinschätzung kommst, das erzähle ich dir jetzt im Folgenden. Auch in meiner Ausbildung Anfang dieses Jahrtausends habe ich noch die Kategorisierung von Hauttypen gelernt, die veraltete. Doch schon bei den ersten Beratungen habe ich irgendwie festgestellt, das kann nicht stimmen. Da ist irgendetwas nicht richtig. Und da ich im Erstberuf Kinderkrankenschwester war und viele Jahre auch in diesem Bereich gearbeitet habe, habe ich natürlich viel zum Aufbau der Haut gelernt. Und bei Kindern muss man auch beobachten, weil die ja nicht immer sprechen können. Und die Haut gibt jede Menge Botschaften raus sozusagen. Und das, was ich da erlebt habe, das hat nicht gepasst zu dem, was ich in meiner Ausbildung zur Farbberaterin gelernt habe. Und so kam es, dass ich mich anschließend eben sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt habe. Ich habe mit Hautärzten gesprochen, ich habe recherchiert. Ich habe so viel ausprobiert und wahrscheinlich die Ergebnisse auch in mehreren tausend Beratungen verifiziert. Und Kolleginnen, die in der Weiterbildung waren, sind begeistert. Denn auch sie haben ja immer wieder festgestellt, dass sie sich bei bestimmten Farbtypen unheimlich schwer tun. Und das ist eigentlich recht leicht, wenn man ein bisschen mehr Wissen dazu hat. Und damit du eben siehst, dass das nicht nur steile Sprüche sind, wollen wir mal jetzt auch mit ein bisschen Fachwissen sozusagen starten, damit du dich auch alles dann besser einordnen kannst. Wie kommt also jetzt dein Hautunterton zustande? Also meistens wird ja ganz allgemein von dem Farbpigment Melanin gesprochen. Das hast du mit Sicherheit schon gehört. Das ist auch das, wenn wir braun werden, das sich ganz stark vermehrt zum Beispiel. Und das ist auch bei der Bildung der Haarfarbe spielt eine ganz wichtige Rolle. Aber es ist nur die halbe Wahrheit. Denn in Wirklichkeit gibt es zwei Melanin-Varianten. Es gibt einmal das braun-schwärzliche Melanin mit einer kühlen Wirkung, was auch deutlich größer ist. Ich zeige das mal mit meiner Hand. Und eine kleine Variante, gelblich-rötlich, die warmtonig ist. Und in jeder Haut hast du das und in allen Haaren hast du ein Mischungsverhältnis zwischen diesen beiden Melanin-Varianten. Und dazu verlinken wir dir auch mal ein Video zum Thema Haarfarbe. Dann kannst du nämlich sehen, wie Haut und Haare wirklich super zusammengehören. Ja, und du hast eben richtig gehört gerade und vielleicht bist du auch überrascht, es gibt eben wirklich diese beiden Formen. Bei warmtonigen Menschen bedeutet das aber, dass sie eben von dem warmen, kleineren Melanin viel in der Haut haben und die Haut dadurch aber auch nicht so stark gefärbt ist. Die sind ja oft auch sehr blass, das hast du bestimmt auch schon erlebt oder gehört. Das Gelb ist sehr subtil und du kannst es nicht bei jedem wirklich gut erkennen. Wenn du dir das Bild hier anschaust, dann siehst du, die Frau ist eher blass. Ne? Dazu hat sie auch noch blaue Augen, was auch noch einen kühlen Aspekt dazu bringt. Übrigens zu den Augen haben wir auch noch ein Video gemacht. Auch das wird dir verlinkt. Dann kannst du da noch tiefer eintauchen. Und jetzt kommt noch ein Farbgeber ins Spiel, nämlich der rote Blutfarbstoff, das Hämoglobin. Der rote Blutfarbstoff hat immer eine pinke, kühle Wirkung und da jede Haut gut durchblutet ist, erscheint dir auch irgendwie immer durch. Kennst du, ne? Wenn du dich angestrengt hast und du ganz rot bist. Und das kann eben eine Haut richtig pink färben, auch wenn die Person warmtonig ist. Schau dir mal das Bild von der jungen Frau an, da siehst du das sehr gut. Die warmroten Haare und die Durchblutung, die eher pinkig, pinkfarben ist. Und es wäre schade, sie in ein Raster zu stecken, denn es würde ihr nicht gerecht werden. Denn sie kann kühle und warme und sie kann auch neutrale Farben tragen. Und das kann man individuell herausarbeiten. Neutrale Töne, hast du schon gehört oder nicht, liegen quasi zwischen warm und kalt. Schau mal in die Grafik. Da hast du diese Rotlinie in der Mitte. Der obere Ton hat sehr viel Gelbanteiligkeit und ist dadurch auch wärmer. Der untere hat sehr viel Blauanteiligkeit und hat dann diesen bärigen, kühlen, kühle Wirkung. Tja, und in der Mitte, das ist der Neutralton. Das heißt, der ist weder kalt noch richtig warm. Du kannst es aber sehr gut kaufen. Also ist alles gut erhältlich. Jetzt noch eine große Warnung. Du hast bestimmt auch gehört, dass man anhand der Aderfarbe den Farbtyp bestimmen kann.
Das stimmt nicht. Da schüttel ich echt mit dem Kopf. Ich weiß gar nicht, wo sowas herkommt. Aber die Adern sind eigentlich Venen. Und Venen, da ist sauerstoffarmes Blut drin und das ist immer blau. Ja? Und die Haut darüber hat ja auch immer einen leichten Gelbtouch. Guck mal deine Unterarme an. Du siehst, jetzt kommt die Ex-Krankenschwester wieder raus. Natürlich wirken warmtonige Menschen auch ab und zu gelb, vor allen Dingen dann, wenn sie viele Sommersprossen haben. Denn gerade Sommersprossen, das ist ein Gendefekt übrigens, das ist da ganz häufig so, dass die Warmpigmente, die gebildet werden, von diesem Gendefekt sozusagen betroffen sind. Und deswegen kann jeder Mensch goldene Sommersprossen haben. Kommt natürlich bei warmtonigen Menschen sehr viel häufiger vor, natürlich. Die sind ja oft auch übersät mit Sommersprossen. Vorsicht, kühle können das auch. Na, du siehst, diese ganzen Mythen, wo alles so in Schubladen gesteckt wird, muss man wirklich vorsichtig sein. Also nicht den Farbtyp anhand der sichtbaren Sommersprossenfarbe einteilen, das bringt dich in die Irre. Und natürlich werden in so einer differenzierten Farbberatung eben auch diese ganzen unterschiedlichen und individuellen Mischungen der Haut berücksichtigt und ein passendes Farbschema für dich entwickelt. Das ist sogar gar nicht so kompliziert. Und wenn du also aufgrund eines unklaren Gelbtons der Haut in der Vergangenheit schon falsche Rückschlüsse gezogen hast oder dich jemand oberflächlich einem Farbtyp zugeordnet hat, dann prüf das doch mal nach, bevor du weiter in irgendwelche Dinge investierst. Denn wir erleben so viele Menschen in unseren Beratungen, die ein zweites, drittes Mal in der Beratung waren und irgendwie überhaupt nicht klarkommen mit dem Ergebnis. Und meistens liegt es daran, dass mit veraltetem Wissen gearbeitet worden ist. Eine differenzierte Farbberatung auf aktuellem Wissensstand bringt aber die Wahrheit auch ganz schnell ans Licht. Und bevor du dich da jetzt weiter verwirren lässt oder noch mehr Tests hier im Internet machst, beschenk dich doch mal mit einer modernen und vor allen Dingen differenzierten Farbberatung. Das wäre doch mal ein tolles Geschenk, oder? Kannst du vielleicht auch mit einer Person machen, die du besonders gern hast. Ja, dann hast du sogar noch den nachhaltigen Effekt in der Quality Time. Und ich verlinke dir mal unten unsere Kollegin, die du dort findest, deutschlandweit, auch in der Schweiz, findest du Beraterinnen, die sich da sehr gut auskennen. Guck mal, ob eine in deiner Nähe ist. Und wenn du selber in irgendeiner Form zu Farben rätst oder berätst und einiges im Video neu für dich war oder ist, dann bilde dich doch einfach mal fort. Denn es gibt echt eine ganze Menge mehr zu wissen, das kann ich dir versprechen. Denn immerhin, du trägst Verantwortung für deine Empfehlungen, die du den Kunden gibst. Wenn du falsche Empfehlungen gibst, ist nicht so gut, oder? Naja, du kannst sogar online starten, wenn du da weiterbilden möchtest und erstmal reinschnuppern möchtest. Und auch die Links zu den Möglichkeiten findest du unten im Infofeld. Jetzt wünsche ich dir erstmal einen offenen Blick, ne, für alles, was jetzt so an Farbeindrücken auf dich zukommt, wenn du Menschen anschaust, wenn du dich selber anschaust. Und ja, viel Spaß mit den ganzen neuen Erkenntnissen. Tschüss!